lebe nur durch die Freude, sie anzusehen. Sie streifen mich manchmal und ahne nicht, wie sehr jede kleine Berührung eine Qual für mich ist. Dieser Brief ist wertlos, denn er trägt keine Unterschrift. Ich hoffe, dass sie das Wissen, geliebt zu werden, ein wenig berauscht. Oh, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht, Sicher, mache ich gern. Danke. Keine Ursache. Papa ist seit 4 Jahren weg. Er kommt nicht zu dir zurück. Du willst, dass ich einen guten Mann kennenlerne, der mich liebt. Nicht unbedingt. Hauptsache ein Mann. Ich wollte sie ein bisschen aufbauen. Ich habe den anonymen Brief abgetippt und ihr geschickt. Ich habe einen Brief bekommen. Einen Liebesbrief. Inspirierend. Ergreifend. Ist doch wunderbar. Die hat irgendein Engel geschrieben. Ich warte seit 5 Tagen auf den Postboten. Erwartest du noch einen? Hättest du solch einen Liebesbrief bekommen, würdest du keinen zweiten erhoffen? Matti, meine Matti. Er hatte doch geschrieben. Wieso freust du dich kein bisschen? Das ist nichts. Das ist rigide. Sagt man das über Briefe? Über den da ganz bestimmt. Ich habe ihn gesehen, meinen geheimnisvollen Verehrer. Was redest du da? Entschuldigung, störe ich? Ein bisschen schon. Also mich gar nicht. Können Sie nicht mit ihr ausgehen und sie mit strahlenden Augen ansehen? Tut mir leid, das geht nicht. Meine Augen strahlen nicht auf Kommando. Was ist Ihnen nicht gefallen, Maman? Ich sollte ihn doch sanft bezaubern, aus der Ferne. Meinst du das sanft und aus der Ferne? Vom Sofa aus geht's ja wohl schlecht. Er ist ein ziemlich schüchterner Mann. Irgendwann reißt er mir die Kleider runter. Er hat mich zum Abschied geküsst und hopp, lagen wir auf einer Motorhaube. Für jemanden, der so zurückhaltend ist, ist das erstaunlich. Ich mache ihn wohl glücklich. Überspann den Bogen bitte nicht. Wo wollen Sie hin? Ich rede mit Ihrer Mutter. Nein, bitte tun Sie das nicht. Oh Mann, Scheiße. So eine verdammte Scheiße.